Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Wie du im Titel schon gelesen hast, geht es heute darum, wie du deine Schüchternheit loswirst. Ich will dir einen einfachen Weg erklären, der aus zwei Schritten besteht, die du anwenden kannst, wenn du schüchtern bist und deswegen Probleme hast, neue Leute kennenzulernen, aber vor allem auch Frauen kennenzulernen, mit denen zu flirten, mit denen zu schlafen, zusammenzukommen und alles, was dazugehört. Darum kümmern wir uns heute. Viel Spaß beim Video. Also, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist, hier im Video zum Thema Schüchternheit. Heute keine Frage von euch. Ihr könnt mir aber gerne eure Fragen zuschicken. Die behandle ich dann in den nächsten Videos. Na, also, ich werde eure Frage vorlesen. Wir klären die dann zusammen. Natürlich anonym das Ganze, das ist soweit klar. Wenn ihr mir eine Frage stellen wollt, am besten mit einer relativ ausführlichen, aber nicht zu ausführlichen Situationsbeschreibung. Also schon so, dass ich sie innerhalb von 3, 4, 5 Minuten vorlesen kann, dann könnt ihr mir das gerne schreiben an die E-Mail-Adresse, die ihr im ersten Link in der Beschreibung findet. Heute wollen wir uns aber mit dem Thema Schüchternheit auseinandersetzen und das ist natürlich ein Thema, das, und es ist mir selbst aufgefallen, ich auf diesem Channel noch nicht wirklich viel behandelt habe, aber ein Thema, was ganz, ganz viele Männer oder wo ganz viele Männer ein Problem mit haben, die jetzt hier in diesem Erfolg mit Frauenbereich unterwegs sind. Denn offensichtlich, wenn du den Riesenerfolg mit Frauen hättest, wärst du nicht hier. Und wenn du super offen und der kommunikativste Mensch der Welt wärst, hättest du wahrscheinlich nicht so ein großes Problem mit Frauen. Es ist eben oft so, dass Leute zu mir kommen, gerade aus diesem IT-Bereich, aus diesem Kopfarbeitsbereich, wo man viel mit dem Kopf macht. Und die haben halt ihre Probleme im Kontaktaufbau mit anderen Menschen. Und deswegen will ich dir heute den sozusagen effektivsten und einfachsten Weg zeigen, wie du deine Schüchternheit abbauen kannst. Dazu will ich kurz sagen, dass obwohl es ein effektiver und einfacher Weg ist, ist es ein Weg, der nicht von heute auf morgen passiert. Also wenn du jetzt schüchtern warst dein ganzes Leben lang, dann wirst du nicht von heute auf morgen mit dem einen großen Trick, dieser eine Trick lässt dein Bauchfett innerhalb von 3 Sekunden schmelzen. So, sowas gibt's dann einfach nicht. Und jeder, der dir sowas verkaufen will, verkauft dir halt nur Bullshit. Es gibt auch keinen Trick, mit dem dein Bauchfett in 3 Sekunden schmilzt. Du musst halt einfach dich bewegen regelmäßig, diese passenden Sachen machen, die passenden Sachen essen und dann kann das Ganze funktionieren. Und hier ist es eben genauso. Ist ja klar, dass wenn du jetzt 20 Jahre deines Lebens schüchtern warst und nie mit Menschen in Kontakt, dann wirst du nicht am nächsten Tag durch irgendeinen magischen Trick nicht mehr schüchtern sein. Das ist natürlich Quatsch, sondern es gehört viel dazu, also einfach auch Arbeit dazu. Aber ich möchte dir den effizientesten, also den bestfunktionierendsten Weg jetzt hier an der Stelle mitgeben. Und dazu müssen wir uns 2 verschiedene Sachen angucken. Hier arbeiten 2 Sachen zusammen, die du optimalerweise zusammen machst, damit das funktioniert. Wenn du nur eine von diesen Sachen machst, kann es problematisch sein, die funktionieren am besten zusammen. Und einsteigen will ich in das Ganze mit einer Sache, die ich letztens in Sozialpsychologie gelesen habe. Und zwar ist es der Kreislauf der Einsamkeiten. Das führt uns ganz gut rein in dieses Thema. Und zwar ging es dann um das Thema Einsamkeit und den Kreislauf der Einsamkeit. Also es ging darum, wie Einsamkeit dafür sorgt, dass sich immer mehr Einsamkeit bildet. Also es ist so eine Art Teufelskreis. Und das Ganze kannst du dir so vorstellen, dass hier im ersten Schritt du negative Glaubenssätze, also negative Einstellungen gegenüber anderen Menschen hast. Du hast vielleicht den Eindruck, auch andere Leute wollen mich gar nicht kennenlernen. Andere Leute wollen generell eigentlich keine neuen Leute kennenlernen. Die sind nur in ihren Gruppen unterwegs. Das sorgt dann dafür, dass du, ja, durch diese negativen Einstellungen anderen Leuten gegenüber, dass du dich, wenn du dann auf neue Leute triffst, auch teilweise etwas komisch verhältst, vielleicht etwas negativ verhältst, etwas asozial verhältst. Also asozial bedeutet ja einfach nur, weil dieses Wort immer in einem anderen Kontext benutzt wird, dass du nicht sozial handelst. Du hast sozial und dann hast du asozial, also nicht sozial. Das heißt nicht, dass du irgendwie Hartz-IV-Empfänger bist, das hat damit nichts zu tun. Das ist nur diese Verkettung, die man da hat. Also du zeigst vielleicht asoziales Verhalten und durch dieses asoziale Verhalten kriegst du dann schlechtes Feedback, negatives Feedback hier im dritten Schritt von den Leuten, die du kennenlernst, von den neuen Leuten in der Umgebung und das verstärkt dann hier hinten im vierten Schritt wieder dein Mindset, deine Einstellung, dass andere Leute keinen Bock auf dich haben und andere Leute sowieso keine neuen Leute kennenlernen wollen und das führt dann wieder hier zum ersten Schritt, wo du eine negative Meinung hast, dich asozial verhältst, negatives Feedback bekommst und noch negativere Mindsets kriegst und das geht halt immer so weiter. Und offensichtlich ist es so, dass du an irgendeinem Punkt von diesen Punkten musst du halt einen Bruch machen, um da rauszukommen. Und man nannte das den Kreislauf der Einsamkeit, weil das eben dazu führt, dass du am Ende einsam bist. Aber es ist ähnlich wie der Kreislauf der Schüchternheit. Kreislauf der Schüchternheit funktioniert auf ähnliche Art und Weise. Du hast hier eine negative Einstellung darüber, dass andere Leute keine neuen Leute kennenlernen wollen, dass andere Leute dich nicht kennenlernen wollen oder negative Einstellung dir selbst gegenüber. Ah, nee, ich bin zu schüchtern, ich kann das nicht. Bei neuen Leuten, da kriege ich kein Wort raus, das funktioniert niemals, was auch immer. Also hier am Anfang steht immer auch bei der Schüchternheit eine negative Grundeinstellung. Und das führt dann zu diesen anderen Schritten, die ich eben schon mal beschrieben habe.
Und deswegen ist die erste Sache von diesen zwei großen Sachen, die du machen musst, wenn du da rauskommen willst, dass du hier an dieser Stelle an deinem Mindset, an den Einstellungen arbeitest. Und das Ganze machst du am besten im Rahmen einer selbstkognitiven Verhaltenstherapie. Also natürlich kannst du bei sowas auch einfach zum Psychologen gehen, aber wir nutzen einfach mal die Tools, die auch der Psychologe da nutzt. Natürlich können wir die nicht so effektiv nutzen, das ist klar, aber du kannst sie für dich selbst nutzen, um da an dir zu arbeiten. Was bedeutet das jetzt, kognitive Verhaltenstherapie? Und das bedeutet einfach, dass du alte Glaubenssätze hinterfragst und die durch neue Glaubenssätze ersetzt. Und so macht man das tatsächlich auch zum Teil in der kognitiven Verhaltenstherapie beim Psychologen. Naja, also was du jetzt tun kannst, um mal ganz konkret zu werden, ist, du solltest dich erstmal hinsetzen und überlegen, was sind meine negativen Einstellungen, negativen Mindsets, negativen Glaubenssätze in Bezug auf andere Menschen und auf mich selber im Rahmen dieses ganzen andere Leute kennenlernen Themas. Und wenn du schüchtern bist, dann hast du sicherlich hier an der Stelle, an Schritt Nummer 1, irgendwo negative, nicht hilfreiche Einstellungen. Ja, es geht um negative und vor allem nicht hilfreiche Einstellungen. Ja, wenn du hilfreiche Einstellungen hättest, dann wärst du wahrscheinlich nicht schüchtern. Irgendwas scheint hier vergraben zu liegen, was dich hindert, was dich stoppt. Und es ist deine Aufgabe, dich im ersten Schritt hinzusetzen und zu überlegen, was ist das denn? Im zweiten Schritt, wenn du diese Sachen aufgeschrieben hast, dann überleg dir mal, wo hast du denn diese Mindsets her? Diese Glaubenssätze her. Denn oft ist es so, dass wir Glaubenssätze von anderen Leuten einfach angenommen, adaptiert haben, vielleicht und oft, ohne sie selbst zu hinterfragen. Überleg dir also mal, wo hast du das Ganze her? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast einen Kumpel und der hat dir irgendwann mal gesagt, alle Frauen sind Schlampen. Und aus irgendeinem Grund glaubst du diesem Kumpel und jetzt ist deine Einstellung, alle Frauen sind Schlampen, weil der dir das erzählt hat. Das hast du nicht selbst erlebt, das ist nicht deiner eigenen Erfahrung nach, sondern das ist, weil der dir das gesagt hat. So, jetzt überlegst du dir, wo kommen denn diese Glaubenssätze her? Woher habe ich das? Und dann überlegst du dir, möchte ich so sein wie diese Person oder dieser Umstand, der mir das beigebracht hat? Gehen wir wieder zum Beispiel. Angenommen, ein Kumpel hat dir gesagt, alle Frauen sind Schlampen. Dann überlegst du dir jetzt, möchte ich so sein, beziehungsweise möchte ich den Erfolg mit Frauen, den mein Kumpel hat? Wahrscheinlich, wenn er diese Einstellung hat, alle Frauen sind Schlampen, hat er nicht den größten Erfolg mit Frauen. Und deswegen möchtest du diese Einstellung offensichtlich nicht, weil sonst wärst du ja ungefähr so wie dein Kumpel und der ist ja auch unerfolgreich mit Frauen. Das heißt, hier im zweiten Schritt überlegst du dir, woher kommt diese Einstellung und ist das überhaupt eine glaubwürdige Quelle? Macht das überhaupt Sinn? Möchte ich das überhaupt so sein? Möchte ich so werden wie das, was mir das beigebracht hat. Ne? Im dritten Schritt überlegst du dir dann alternative Glaubenssätze. Positive, dich bestärkende alternative Glaubenssätze. Im Beispiel, das wir gerade gesagt haben, alle Frauen sind Schlampen, könntest du also jetzt denken, alle Frauen sind total toll und man hat immer eine wunderbare Zeit mit ihnen. Ich überspitze es natürlich jetzt, das sind beides Extrembeispiele. Natürlich befindet sich die Wahrheit irgendwo hier in einem Spektrum, aber fürs Erklären reicht es. So. Du hast jetzt einen neuen Glaubenssatz entwickelt, alle Frauen sind toll und es macht Spaß, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und jetzt im vierten Schritt, und das ist ein ganz wichtiger Schritt, suchst du aktiv oder überlegst dir aktiv, wo an der Stelle oder wo in deinem Leben gibt es Beweise dafür? Wo hast du vielleicht mal Dinge erlebt, die diesen neuen positiven Glaubenssatz beweisen würden? Ne, also als Beispiel, vielleicht hast du mal ein Wochenende mit deiner besten Freundin verbracht und es war voll das schöne Wochenende, ihr hattet voll viel Spaß, ihr habt eine schöne Zeit gehabt und das war ganz toll. Dann wäre das hier eine Erfahrung, die deine neue positive Einstellung, Frauen sind einfach toll und man hat Spaß mit ihnen, bestätigen kann. Und was du verstehen musst, ist, dass wir alle nach einem psychologischen Prinzip handeln, das uns sozusagen vorschreibt, dass wir immer nach Beweisen suchen für Dinge, die wir bereits glauben. Das heißt, wenn du glaubst, alle Frauen sind Schlampen, dann wirst du nach Beweisen suchen für diesen Glaubenssatz und alle Beweise, die dagegen sprechen, wirst du ignorieren. Das passiert nicht aktiv, sondern das passiert passiv. Das kriegst du gar nicht mit. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ganze einmal umdrehen. Wir wollen, dass du nicht mehr für Beweise nach diesem schlechten Glaubenssatz suchst, alle Frauen sind Schlampen, sondern für Beweise nach dem guten Glaubenssatz. Und dann wird es nämlich auch so sein, dass du irgendwann nur noch die Beweise siehst für den guten Glaubenssatz und die für den Gegenglaubenssatz siehst du dann gar nicht mehr. Ich hoffe, du kannst mir soweit folgen. Das Ganze war natürlich nur ein Beispiel. Du sollst es eben nicht für alle Frauen sind Schlampen machen, sondern du solltest es mit den Glaubenssätzen machen, die sich hier um das Thema Schüchternheit gebildet haben. Ne? Darum, was du über andere Leute denkst, über andere Leute und Leute kennenlernen und vielleicht auch über dich selber im Kontext des Kennenlernens. Das sind so die Glaubenssätze, die du mal raussuchen solltest und dann machst du diese vier Schritte, die ich eben beschrieben habe, mit diesem Glaubenssatz. Und das ist die Glaubenssatzarbeit, das ist der erste Schritt und der eine Teil von dem, was ich dir jetzt zeigen möchte. Und dazu ist ganz wichtig, dass du den anderen Teil kombinierst. Und bitte kombinieren, bitte beides zusammen, nicht eins davon, okay? Zweiter Teil. Erster Teil haben wir jetzt gemacht, Glaubenssatzarbeit kannst du immer wieder machen, kannst du immer wieder deine Glaubenssätze vornehmen, kannst du auch für alle anderen Bereiche machen, nicht nur für diesen Bereich Schüchternheit, sondern für alles, wo du negative Glaubenssätze hast. So,
Zweiter Bereich. Und das ist auch etwas, was ein Psychologe mit dir machen würde. Wenn du zum Beispiel soziale Ängste hättest, und Schüchternheit ist ja nichts anderes als eine soziale Angst, dann würde ein Psychologe, nicht jede Form von Psychologie, aber manche Psychologen, je nachdem wie die ausgerichtet sind, würden halt mit dir losgehen und würden dich diesem gefährlichen Stimulus aussetzen. Das kannst du dir so vorstellen wie, du hast Höhenangst und der Psychologe geht mit dir vielleicht auf höhere Sachen drauf, natürlich immer langsam, also erst auf kleine Sachen, dann auf größere Sachen, damit du die Angst davor verlierst. Und das ist der zweite Teil, den wir hier machen wollen. Und da kann ich dir wirklich empfehlen, dich auf so Plattformen wie zum Beispiel meetup.com umzusehen. Ich schreibe den Link dazu nochmal unten in die Beschreibung, meetup.com. Da gibt es aber noch viele andere Beispiele. Ich nehme es jetzt nur als Beispiel, um dir zu erklären, was ich meine. Meetup.com ist eine Plattform, da kannst du in deiner Stadt und in den meisten größeren Städten gibt es das, und vielleicht hast du ja eine große Stadt in deiner Nähe, wo du mal hinfahren kannst. Da gibt es eigentlich Gruppen, wo sich Leute treffen für alles Mögliche. Das heißt, vielleicht stehst du auf Nähen, vielleicht stehst du auf Sport, vielleicht stehst du auf Finanzen, auf Filme, auf, keine Ahnung, Tabletop-Spiele, auf Videogames im Allgemeinen, Bücher lesen, schwimmen, was auch immer. Egal, was dir einfällt. Es gibt Gruppen für alle möglichen Sachen, die Leute interessieren, oder treffen sich Leute mit dem Ziel, sich kennenzulernen. Und das ist ganz wichtig, dass du dich hier im zweiten Schritt, wenn du schüchtern bist, unter Leute begibst. Es gibt auch andere Sachen, die du machen kannst. Du musst nicht Meetup machen, du kannst auch zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist Student, dann ist es ein einfaches Beispiel, du könntest zum Unisport gehen und da neue Leute kennenlernen, oder du arbeitest irgendwo, dann gehst du vielleicht irgendwie auf die Weihnachtsfeier, oder vielleicht haben die irgendwie ein Sportteam, wo die zusammen was machen, was auch immer. Es gibt ja immer Möglichkeiten. Oder du gehst ins Fitnesscenter und gehst da in einen Kurs, wo du Leute kennenlernst. Es gibt viele Möglichkeiten, da musst du halt ein bisschen kreativ werden und dich mal umschauen, was es da bei dir gibt. Aber wie gesagt, meetup.com kann eine gute erste Anlaufstelle sein. Und dann geht es halt darum, einfach regelmäßig an so Dingen teilzunehmen, wo Leute wirklich hinkommen, um neue Leute kennenzulernen. Denn dafür ist zum Beispiel meetup.com ja da. Da kommen wirklich Leute, weil sie andere Leute kennenlernen wollen, die gleiche Interessen haben wie sie. Und das ist perfekt, weil an diesen Orten, das sind die perfekten Orte, um deine neuen positiven Glaubenssätze, zum Beispiel alle Leute wollen immer neue Freunde kennenlernen und alle Leute wollen unbedingt neue Menschen kennenlernen, nehmen wir mal an, das wäre dein neuer Glaubenssatz, dann ist das ein perfekter Ort, Beispiel meetup.com, um diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Weil hier sind die Leute ja tatsächlich, um neue Leute kennenzulernen. Das heißt, hier wirst du mit neuen Leuten sprechen und die werden positiv reagieren und das wird deinen Glaubenssatz bestätigen. Und ich hoffe, du verstehst, wie das alles zusammenspielt. Wir haben uns also hier in diesem Teufelskreis den Glaubenssatz rausgenommen und jetzt wollen wir hier, also du hast natürlich auch überlegt, welche Erfahrungen können diesen Glaubenssatz bestätigen in Schritt Nummer 4, aber wir wollen hier zusätzlich im großen Schritt Nummer 2, wollen wir hier praktische Erfahrungen sammeln, die deinen Glaubenssatz weiter bestärken können und die dir natürlich auch gewisse soziale Fähigkeiten dann geben. Weil soziale Fähigkeiten kannst du dir nicht andenken im Sinne von, ich habe jetzt soziale Fähigkeiten, sondern die musst du dir halt erwerben, indem du wirklich in soziale, ja, Umfelder gehst dann auch. Und das machen wir hier in Schritt Nummer 2. Und wie gesagt, das muss nicht unbedingt ein Meetup sein. Was ich dir jetzt nicht empfehlen würde, wenn du wirklich ultra schüchtern bist, dann fang nicht damit an, Frauen auf der Straße anzusprechen. Das kannst du gerne machen, das sollte aber in einem späteren Schritt kommen. Warum solltest du nicht damit anfangen? Bei Frauen auf der Straße ansprechen gehört es schon dazu, dass man auch mit Ablehnung umgehen muss. Und das kann man besser, wenn man erstmal ein gutes Grundgerüst geschaffen hat. Also wenn du jetzt wirklich total negative Einstellungen Leuten gegenüber hast und oder dir selbst gegenüber hast und dann gehst du auf die Straße, dann wird es A, wahrscheinlich nicht so gut funktionieren erstmal und B, wirst du vielleicht deine negativen Glaubenssätze bestätigt bekommen, wenn eine Frau dann mal Nein sagt. Das heißt, erstmal diese Grundarbeit machen und dann gerne das mit den Frauen machen. Das musst du natürlich für dich selbst entscheiden und hängt auch immer davon ab, wie krass du jetzt drin bist in dieser Schüchternheit. Wenn du nicht weißt, wie du da rauskommen kannst oder wie du es anpacken sollst, dann kannst du auch zu mir kommen ins Coaching. Den Bewerbungslink, den habe ich hier am Ende des Videos, kannst du draufklicken. Das ist der Ablauf, wie du aus der Schüchternheit rauskommst. Also dieses Zwei-Schritt-Modell. Erstens das Glaubenssatzmodell, was daraus besteht. Alte Glaubenssätze, woher habe ich die? Neue Glaubenssätze, was habe ich für Beweise für die neuen Glaubenssätze? Zweiter Schritt, wirklich in Situationen gehen, wo Leute neue Leute kennenlernen. Beispiel meetup.com. Und das einfach machen. Das über einen Zeitraum machen von ein paar Wochen, ein paar Monaten. Und du wirst merken, du wirst mit der Zeit immer weniger schüchtern sein. Und innerhalb von ein paar Monaten, wenn du da regelmäßig dran arbeitest, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass du deine Schüchternheit so weit los bist, je nachdem wie extrem es war, aber dass du deine Schüchternheit so weit los bist, dass du dann zum Beispiel auch mit den Frauen ansprechen anfangen kannst oder allgemein anfängst, Freunde zu machen, etc. Das heißt, es ist kein Problem, da rauszukommen, aber du musst natürlich eine gewisse Geduld mitbringen und es gibt auch einen Punkt, wo du dann vielleicht die Hilfe suchen solltest, wenn du gar nicht mehr weiterkommst. Das kann natürlich auch sein, es kommt immer darauf an, wie extrem das ist. Ich hoffe, ich habe dir das soweit erklären können. Wenn es dazu Fragen gibt, in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, schreib mir deine Frage gerne
Erster Link in der Beschreibung an diese E-Mail-Adresse. Schön, dass du dabei warst. Hier oben abonnierst du den Channel, auch die Glocke drücken, wenn noch nicht gemacht. Hier kannst du dich fürs Coaching bewerben, habe ich eben erwähnt. Und hier unten kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.